schreibt euch ein, werft was ein, aber bleibt noch ein bisschen da, weil jetzt wird's fein. Wir haben einen Musiker noch da, den ich heute Vormittag, also am Anfang schon vorgestellt habe. Und er hat spontan ein Aufwecklied mitgebracht, das er uns heute zwischendurch zum Auflockern zum Besten gibt. Und dann schauen wir mal, ob wir noch Besuch bekommen. Viel Vergnügen mit Matthias Jonathan Löwenherz aus dem Hause Jürgens. Dankeschön. So, jetzt müssen wir mich hier wahrscheinlich noch ein bisschen hochregeln, genau. Ja, gut. Das war jetzt ziemlich lang, nicht? Und eigentlich sowieso vergebens, was wir gerade gehört haben, denn das geht, wenn es durchgeht mit so einer Schule, sowieso nicht. Also wenn, dann werden wir das ganz effizient ausnutzen. Ihr sucht euch auf keinen Fall das aus, was ihr in eure Köpfe reinkriegen wollt. Das machen wir. Wir wollen, dass ihr alles brav toleriert, dass keiner wirklich irgendetwas kapiert. Wollen, dass keiner wirklich seine Meinung sagt und um Gottes Willen nicht die Medien hinterfragt. Wir pflanzen euch eine Meinung ins Gehirn, das ist die eure nicht ist, sollt ihr nicht kapieren. Deshalb lasst das fragen, lasst das Denken besser sein, sonst sperren wir euch kurzerhand als Terroristen ein. Die Gedankenpolizei hat dich fest im Visier, sie sperrt deine Gedanken ein. Wie ein Tier, versuch hier nicht zu entkommen, lass es einfach geschehen. Dafür brauchst du nichts zu tun, als einfach wegzusehen. Setz die Scheuklappen auf, schalt die Glotze an, denn die zeigt dir, was man alles denken darf und kann, wenn du den Mund aufmachst. Blöke einfach brav, sei der Herde und dem Schäfer treu, du dummes Schaf, oder heule mit den Wölfen, werd Gedankenpolizist. Wähle deine Lieblingsseite, doch lass alles, wie es ist. Wer die Guten, wer die Bösen sind, bestimmen wir. Was euch wirklich bedroht, das ist unsere Gier. Ja, wir lassen euch bluten, wir nehmen euch aus und sagen euch, der Feind, der wohnt im Nachbarhaus. Und während ihr euch alle gegenseitig fertig macht, führt ihr uns zum Sieg, gewinnt ihr unsere Schlacht. Und wenn ihr euer letztes Hemd an uns verloren habt, sorgen wir zum Schluss dafür, dass ihr euch selbst begrabt. Die Gedankenpolizei hat dich fest im Visier, sie sperrt deine Gedanken ein. Wie ein Tier, versuch hier nicht zu entkommen, es ist einfach geschehen, dafür brauchst du nichts zu tun, als einfach wegzusehen. Setz die Scheuklappen auf, schalt die Glotze an, denn die zeigt dir, was man alles denken davon kann, wenn du den Mund aufmachst. Blöke einfach brav, sei der Herr und dem Schäfer treu, du dummes Schaf, oder heule mit den Wölfen, werd Gedankenpolizist, wähle deine Lieblingsseite, doch lass alles, wie es ist. Eure Sorgen, eure Nöte interessieren uns nicht, wir wollen, dass alles zusammenbricht. Wir hetzen ganze Völker gegeneinander auf und lenken und bestimmen den Geschichtsverlauf. Wer euch wirklich regiert, lassen wir euch nicht sehen. Deshalb könnt ihr auch das ganze Chaos nicht verstehen. Es zermürbt euch und es raubt euch eure Kraft, dass ihr trotz allem Bemühen nur so wenig schafft. Die Gedankenpolizei hat dich fest im Visier, sie sperrt deine Gedanken ein. Wie ein Tier, versuch ihr nicht zu entkommen, das ist einfach geschehen, dafür brauchst du nichts zu tun. Einfach wegzusehen, setz die Scheuklappen auf, schalt die Glotze an, denn die zeigt dir, was man alles denken darf und kann, wenn du den Mund aufmachst. Blöke einfach brav, sei der Herde und dem Schäfer treu, du dummes Schaf, oder heule mit den Wölfen, werd Gedankenpolizist, wähle deine Lieblingsseite, doch lass alles, wie es ist. Und ist die Welt erstmal komplett in unserer Hand, dann schicken wir euch Seuchen übers Land.
Allmählich werden wir euch alle ausradieren, bis auf wenige dumme Sklaven dezimieren. Wenn es soweit ist, dann treten wir ins Rampenlicht. Doch seid ihr dann längst tot und erlebt es nicht. Dann ist Monopoly vorbei, das wohl unfairste Spiel. Freundlich lächeln wir nochmal und sind am Ziel. Die Gedankenpolizei hat sich fest im Visier. Sie sperrt deine Gedanken ein. Wie ein Tier versuch ihr nicht zu entkommen. Das ist einfach geschehen, dafür brauchst du nichts zu tun. Als einfach wegzusehen, setz die Scheuklappen auf. Schalt die Glotze an, denn die zeigt dir, was man alles denken darf und kann, wenn du den Mund aufmachst. Lüge einfach brav, zur Erde und dem Schäfer, treu, du dumme Schaf. Oder heute mit den Wölfen, werd Gedankenpolizist. Wähle deine Lieblingsseite, doch lass alles, wie es ist. Sei brav, du Schaf. Dankeschön. Dann würde ich sagen, hi.